Der Gast, den wir jetzt im Ramada Hotel in Innsbruck begrüßen dürfen, ist eigentlich ein spezieller Gast vom Gerd. Biene Norcic, der Slowene. Und der Gerd hat quasi die ganze Zeit ihm gesagt, ah, Mackenzie und Bignall, die sind so gut geworden. Da muss doch jemand dahinter stecken, Gerd, oder? So sieht's aus. Und der Mann dahinter, der sitzt heute in der Mitte. Den werden wir jetzt mal richtig in die Zange nehmen. Früher also, mit mir gesprungen? Ja, stimmt. Ja, ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. Ich muss nicht in meine Statistik schauen. Gerd hat einen Weltcup gewonnen. Du hast keinen gewonnen. Wir können auch Statistik vergessen. Es ist egal. Trau nie der Statistik, die wir nicht selber angelegt haben. Ja. Na, du weißt doch, was Churchill mal gesagt hat. Ja? Winston Churchill, der ehemalige Premier der Briten. Ja. Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Stimmt. Ja. Bist du, Führst du Statistik? Ich fühle diese Statistik, welche gefällt mir. Jetzt verrat uns mal, wie du das alles in die Reihe bekommst. Also musst du denn in den USA Klinken putzen? Es kostet ja alles Geld. Woher kommt das Geld? Ja, von Anfang es war ein bisschen schwer, weil auch die Junge hat sehr, sehr viel Geld gezahlt. Jetzt kann ich sagen, dass es gibt viel, viel besser. Auch Skiverband und alle Sponsoren sind so zu meinem ein bisschen höheren Niveau gekommen. Das bedeutet, dass ja, jetzt alle Kosten sind von dem Skiverband. Ist das jetzt 50-50 mit den Frauen? Ja. Frauen sind noch immer in USSR. Ja. Wir sind USA Nordic zusammen mit nordischer Kombination. Ja, und ich kann sagen, dass wir sind alle zufrieden. Alle unsere, meine Team und alle Junge. Und jetzt, die können wirklich nur Kopf mit Skispringen haben. Wie beteiligt sich denn Kanada an den Kosten? Denn du bist ja Nordamerika-Chef. Ja, das stimmt. Beide Verbanden hat einen Vertrag gemacht. Und dann Kanada ist, ich weiß nicht wie viel, zum USA bezahlt. Und ja, wir machen zusammen wie ein Team. Und auch die Junge hat keine Probleme gegen USA, Kanada oder andere Sachen. Und ja, die sind alle zufrieden, ich kann sagen. Und du hast völlig freie Hand, was das Training betrifft und so weiter. Weil das Training, muss man ja mal dazu sagen, für die, die es nicht wissen, findet ja zu 90% oder 100% in Slowenien statt, oder? Ja, die Junge sind immer in Slowenien. Ja. Normalerweise von Anfang Sommer bis zum Ende Sommer und dann Junge geht zu Hause für ungefähr 2-3 Wochen zwischen Sommer- und Wintersaison. Mhm. Und dann kommen zurück zum Slowenien. Und ja, wir sind, ich habe Junge jetzt zum USA geschickt für Weihnacht. Hast du geschickt? Ja, ich habe gedacht, ich hab gedacht, dass sie müssen einmal zu Hause gehen. Mhm. Und wir haben gesucht, welches Termin wird das beste sein. Und der einzige Termin ist nach Japan und Korea vor der Weltmeisterschaft. Und da habe ich gesagt, dieser Termin geht sicher nicht. Ja, ja. Und ich nehme diese, das ist ja ein bisschen auch meine Fehler. Und, das war Jetlag, ne? Ja, normal. Erster Wettkampf war schwierig für die Junge. Ja, und ja. Aber okay, jetzt ja, die sind besser und da gehen wir weiter. Gerd war immer so begeistert oder ist begeistert von Bignall. Er prophezeit ihm quasi eine glänzende Zukunft. Was sagt der Coach? Ja, stimmt. Ich sage immer, dass auch heute, weil er war zu 15. Das ist, er hat noch immer Reserve. Ja. Und mit ihm, ich kann sagen, dass man weiß nicht, was er will, nächstes Sprung machen. Dazu bin ich auch immer überrascht. Okay. Ist er ein bisschen verrückt? Ja, wie alle, meine Junge. Ich immer sage, ich als Skispringer meinst du, müssen verrückt sein? Ja. Ich merke das auch am Gärtner. Ja, ist klar. Ja, und ich immer sage, ich brauche nur ein normales Team und ja, das gibt's. Aber sind die Jungs, also man hört ja auch so ein bisschen aus anderen Teams, also sie sind schon Vollprofis. Also nicht nur, was jetzt, dass sie nichts nebenbei machen, sondern
Auch wie sie leben, wie sie arbeiten und so weiter. Also sie sehen das schon nicht nur als Hobby an oder wir sind mal dabei und so weiter, sondern das sind schon also auch mit einem klaren Ziel fokussiert vor Augen und arbeiten. Also nicht so. Ja, das ganze Team ist jetzt sehr professionell und auch unsere Trainer- und Physiotherapeut-Team ist auch größer jetzt. Ich habe einen Assistenten, Uroš Vrchovec, er macht auch Anzungen, und Igor Cuznar, er ist jetzt hier auch, weil Vrchovec trainiert mit Virgos in Planica. Und Physiotherapeut Nastja Gradišar, die sind alle Slowenen. Und ich kann sagen, dass auch die Junge, die hat Plan in der Früh, dann Training in der Früh, Mittagessen, Nachmittagtraining und dann Physiotherapie und dann Sauna und andere Sachen. Weil die leben in einem so Appartementhaus. Und dann gibt es, die haben selbes Fitness und Sauna und alles ist dabei. Training findet mehr in Planitzer statt oder mehr in Krain? Ich kann Oder so sagen, seid ihr 70-30. da, wo die slowenische Mannschaft auch ist? Manchmal, wir immer machen Plan zusammen mit Goran und wann wo Slowenen trainieren, wir trainieren auch so. Biene, mir ist es wahrscheinlich dem Gerd auch ein Bedürfnis, nach Nick Ferrell zu fragen. Ich habe das nicht vergessen im vergangenen Winter, wie er an der Schanze war. Und du hast dir so viel Sorgen gemacht, dass er nicht überfrachtet wird, dass er das aushält. Das ist ja nicht so einfach. Wie ist die Situation? Wir sind in Kontakt mit Nick so jede Woche, zweimal pro Monat oder so etwas. Und wir reden viel. Aber das ganze Situation, wie ist er jetzt, er gibt es mir nicht, weil er immer sagt, wir sehen uns und er kommt zum Planitza. Er sagt nicht die Wahrheit. Nein, er sagt nur, dass es geht ihm besser und besser jeden Monat. Kann er ohne Rollstuhl sich bewegen? Mit ein bisschen Hilfe da oben kann er bewegen. Aber er hat noch nie so viele Tonus, dass er kann normal bewegen ohne Hast du Rollstuhl. dir den Sturz von Bischofshofen mal angeschaut? Ja, ich habe das viel mal geschaut und ja, manchmal auch ich bin so viel ein. Ich habe immer gesagt, dass es hat nicht so ausgeschaut, dass Ja, so schlimm so ist. schlimm kann sein. Und aber ja, manchmal so ist. Stimmt diese Story, dass er zum Sanitäter gesagt hat, kannst du mir die Schuhe ausziehen? Die drücken so. Und da sagte der Sanitäter, du hast gar keine Schuhe mehr an. Ja, ich war an dieser Zeit, ich habe noch keine Hilfe von keinem Trainer und keinem Physiotherapeut. Dazu habe ich russische Physiotherapeut Doktor in Kontakt, weil Matthias Zupan war noch Trainer beim Russen. Und ich habe Matthias gefragt, ob das kann der Doktor ein bisschen da gehen und ihn schauen, was hat passiert. Und dann Doktor hat gesagt, ja, er kann nicht das Fußgefühl. Und dann habe ich unten gelaufen, direkt zur Kabine. Und ja, dann hat er gesagt, kann er Vater anrufen, weil. Aber er hat ein so großes Herz, ne? Er hat immer gesagt, ich kämpfe, ich will, ich gebe nicht auf. Ja, stimmt. Das ist auch für mich so für eine Person, er ist. Es ist sehr, sehr schwer zu treffen. Und ich bin wirklich zufrieden, dass er war in meinem Team und er ist noch immer in meinem Team. Das ist schön, Ja. das ist schön, ja. Aber wie ist jetzt, also müsst ihr das auch psychologisch begleiten, wenn man dann so einen schweren Schicksalsschlag hat im Team? Es muss ja trotzdem weitergehen. Und jeder weiß es, jeder Athlet, wir standen selber oft genug oben. Man blendet es aus. Es kann ja rein theoretisch jeder Koblenz, Sprung, Planitzer. ja, jeder Ja. Sprung kann, ja, wir sind nun mal eine Risikosportart, aber du musst ja trotzdem dann, es wird ja einer, der immer dabei ist, aus dem Team gerissen und du bist ja konfrontiert. Hat das vielleicht die Athleten auch ein bisschen blockiert oder? Ja, wir haben
dann nach diesem Sturz sind wir hat Pause gemacht, eine Wettkampf. Wir sind nicht zum, ich weiß nicht, wo war der nächste Wettkampf, aber wir sind nicht zum nächsten Wettkampf gekommen. Und wir haben viel geredet mit den Athleten und am Ende wir sind zu diesem Niveau gekommen. Ja, es war nicht von jetzt bis morgen, aber es dauert ein bisschen mehr Zeit. Aber die Athleten sind auch so das genommen, dass ich hat gesagt, ja, es kann zum alles passieren, es kann auch mit Auto oder irgendwo anderes passieren. Biene, lassen wir das, wissen wir, Risikosportart. Womit wärst du zufrieden, wenn in Planica die Saison zu Ende ist? Ja, unser Ziel ist mindestens, denken Sie gegen Resultaten oder mindestens zwei Athleten ins Finale Top 20 zu haben. Okay. Ja, das ist mein Plan, weil ich denke, dass mit Schiffligen wir können noch stärker sein und jetzt die Schiffligen kommt. Und ja, und ich denke, dass Athleten kann viel, viel besser noch springen und es gibt es nur ein bisschen Hilfe manchmal, ein bisschen Glück manchmal, dass wir kommen zum nächsten Niveau und ich bin sehr, sehr vertraut. Und morgen K.O.-System? Ja, beide sind drin. Ja? Ja. Chancen? Ja, na, bin ich mir sicher. Also beide sind drin im zweiten Durchgang? Ja. Ja, das war die Aussage. Ich dachte nämlich, du hörst das gar nicht so. Ja, gut, Selbstvertrauen. Entschuldigung, Selbstvertrauen. Ja, sorry, na klar. Ja. Dann toi, toi, toi. Ja, und dann hat auch unser Interview ein bisschen was geholfen. Ja, super. Biene, Dankeschön. Danke. Danke.